Und wir haben dort 50 Mauern Level 1. Und die bleiben erstmal so. Hallihallo Leute, hier ist der Guzoa. Es ist eine Folge, die eigentlich so gar nicht vorgesehen war. Und zwar habe ich heute Freitag und ich habe schon wieder mit meiner Arbeit erstmal Schluss. Ich habe nur noch 3 Nachmittagstermine. Normalerweise hätte ich die jetzt früher gemacht, bis dann kam noch was nach und deswegen sage ich mir, gut, okay, komm, who cares, legen wir erstmal los. Ab Level 4 gucken wir mal. Hallo Leute, ja, ich nehme hier einfach mal an. Passt, glaube ich, denke ich mal. Habe ich gar nicht. Haben wir im Keep Calm 3 jetzt ein CW? Aha, yeah. Läuft auf jeden Fall. Bin ich ja mal ein little bit gespannt. Ich kann natürlich als Kriegszuschauer nicht spenden. Finde ich auch scheiße. Wie seht ihr das? Auf euren imaginären Zettel. Wie sieht das aus? CW als Zuschauer sollte man doch trotzdem spenden können, oder nicht? Ist doch sonst ein bisschen doof, oder? Kein Thema. Zack, zack. So sehe ich das zumindest. So, ja, wie gesagt, Town Hall 8 ist upgraded. Jeha. Jetzt können wir natürlich schon loslegen. Ich hatte gestern ja schon ein paar kleine Sachen, dann so hier die Luftbomben und sowas habe ich ja schon mal fertig gemacht, dass ich sie zumindest schon mal habe. Jetzt können wir mal den Stock rausholen und sagen, yeah, wir hauen Mauern raus. Knallhart, weil es einfach mal cool ist. So, zack, 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 zack. Und jetzt müsste gleich Ende sein. Oder kriegt man... nee, ich glaube, man kriegt 50. Man kriegt von Town Hall... Kleinen Moment. Von Town Hall... 7 auf 8 müssten es 50 sein. Aber das sehen wir gleich. Das können wir gleich überprüfen, ob das wirklich so ist. Das sind definitiv 50. Das sind fucking 50 Stück. Alter, damit kann man das Base Layout natürlich richtig umändern. Da muss natürlich wirklich mal was passieren. Wir gucken erstmal. Und wir haben dort 50 Mauern Level 1. Und die bleiben erstmal so. Das kann ich dazu nämlich nur sagen. Ja. Was natürlich Dekadenz hoch 15 ist. Ich habe auf meinem anderen Account gerade einen Push. Aber App Bounty hilft natürlich bei sowas. Das ist natürlich echt mega. Da kann man immer wirklich mal sagen, gut, okay, komm, dann pushe ich halt mal. Das ist natürlich echt geil. Weil sonst würde ich auch nie auf die Idee kommen, einfach mal so, okay. Weil ich war eben, wie gesagt, auf der Arbeit und habe auf den Kunde gewartet. Und dann denke ich, gut, okay, komm, jetzt willst du noch ein bisschen swaggern und haust nochmal einfach einen Push rein. Das war mega nice. So, die Mauern, wie gesagt, da stelle ich dann noch um. Das mache ich dann aber eventuell auf dem iPad zu Hause. Obwohl, auf dem Rechner ist das auch gar nicht so verkehrt. Das ist eigentlich sogar noch ein bisschen besser. Nee, mach grad mein Base Layout und dann wechsle ich zum anderen Account. So, ja, komm, egal. Wird kurz reingeguckt. Ja, da gibt es auch noch nicht viel zu erzählen, wirklich. Da gibt es wirklich noch nicht viel. Level 40 ist, sehe ich schon mal gut, dass die Mauern 5 sind, auf jeden Fall, klar. Ansonsten braucht man dazu wirklich noch nichts sagen. Ist wirklich so, weil, was will man sagen? Weil sobald man, ich sag mal, guck mal hier, wir haben, wie gesagt, Rathaus 5. Ab Rathaus 7 kann man wirklich sagen, gut, okay, da und da kann man das und das hinstellen. Ich habe es ja bei mir selber auch gemerkt, dass es mir eigentlich noch das Base-Layout noch total Banane war. Und von daher lohnt sich das nicht. So, einen Angriff lasse ich hier auch sein, weil ich habe noch 7 Stunden Schild, also das ist ganz chillig. Aber ich glaube, ich überlege noch, wofür ich irgendwo noch mein Gold raushaue. Ich guck mal, was ich noch... Habe ich noch irgendwas? Ah ja, ich kann noch so viele Sachen machen. Hier, Magierturm läuft auf jeden Fall. Magierturm hier hingehauen. Erstmal und dann, wie gesagt, sehen wir weiter, was dann die Base bringt. Und dann schauen wir mal. Da wird jetzt erstmal ein Cut gemacht.
Und da bin ich wieder. Ich wurde angegriffen. Minus 10, da lachen wir drüber. Passt, wir sind noch richtig schön in dick Kristall drin. Alles cool. Und oh yeah, 4KD, Alex. Ah, nice. Auf jeden Fall. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich echt eine Pfeife gewesen. Da wäre ich richtig eine Pussy gewesen und hätte wirklich gesagt, gut, okay, komm, I take the Flash. Also wirklich, ich hätte da bei den Infernos gesagt, obwohl 4K. Ich glaube, da hätte ich mich auch nicht dran halten können. Da hätte ich auch gesagt, ach komm, ich probier's mal. Aber wie gesagt, ich hätte mit meinen Truppen dann natürlich richtig einstecken müssen. Ganz klare Sache. Ganz klare Sache. Ah, der ist natürlich hier, die Tesla ist natürlich. Oh, gut, dass die Packers gleich weitergelaufen sind. Weil ansonsten Tesla ist natürlich dann blöd. Na, schön gefreest, würde ich sagen, wa? Schön gefreest. Und hier richtig übel. Klar, gut, dass die Queen da ein bisschen was regelt. Jetzt sollte die Queen die andere Queen regeln. Na, mach erstmal den Altar, Junge, mach erstmal den Altar, klar. Richtig geil. Und da vielleicht auch noch. Und jetzt wichtig. Oh, cool. Geht gleich auf Minen. Ich meine, der war eh im Bau, aber das ist natürlich ziemlich geil. Ah, das da. Ganz ehrlich, da ist alles gelaufen, wie es sollte, oder? Da ist alles gelaufen, wie es sollte. Weil der Rest ist doch vollkommen Banane. Jetzt können wir nochmal gucken, was wir getten können. Hier vielleicht sogar noch den Inferno. Ja, okay, den hätte man. Ich weiß nicht, hattest du den Rage schon drinne? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, die wirst du schon geraged haben. Denke ich jetzt mal. Und von daher alles cool. Also wirklich einwandfrei. Ich meine, 4KD, Alex. Was will man mehr, bitte? Bräuchte ich auch wieder mal. Auf jeden Fall. Ja, also das passt auf jeden Fall, ganz klar. So, zack, zack. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier an den Troops drin haben. Ja, die haben wir auch gleich nochmal hoch. Und ich gucke nämlich, dass ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, ungefähr eine Stunde werde ich noch zocken, sage ich mal, um und bei, ob ich in der Stunde eventuell sogar noch die 3 Millionen Gold hinkriege. Und das wäre ziemlich cool, dass ich da eben die nächste Mauer machen kann. Das wäre obergeil. Oh, nice. Und dann kommt, oh, hier, das ist so ein richtiger Swagger, der dachte, hey, ich bin cool, ich zeig's euch. Und jetzt komm ich und verkack's. Das ist ja so unschön. So, erstmal gucken, hat er irgendwo, hat er nicht mal. Okay, und jetzt kommt das, womit er nicht rechnet. Oh, wir haben ein paar Riesen. Oh, und wir haben ein paar Goblins. Und die sollten natürlich auch zum Dunklen rennen. Ja, genau, da rennen sie zum Dunklen und schon ist es uns total egal. Und ich habe ja sogar noch draußen was am Start. Oh, schon ist das Dunkle weg. Oh, tut mir leid, ist deine Rechnung nicht aufgegangen? Heul doch. Klar, ich meine, mit der Situation sagen natürlich, ja, jetzt war klar, deswegen habe ich nur einen gedroppt. Ihr habt es gesehen, ich habe nur einen gedroppt. Weil ich mir gleich dachte, das ist garantiert so ein kleiner Sackarsch. Weil guck mal, hier nehme ich schön den Expo so gestellt, dass man sagen könnte, okay, ich kriege ihn trotzdem natürlich, logischerweise. Aber ihr wisst ganz genau, was ich meine. Der hat es nämlich schön darauf abgesehen, ach naja, ich werde ein paar Boons abchecken und alles ist cool. Kann man natürlich machen. Bloß wiederum, wenn man dann an einen kommt, der ein bisschen Ahnung hat. Und dann ist natürlich auch schnell mal Ende. Guck mal, das probiere ich jetzt sogar mal nur ohne die Queen zu regeln, ganz genau. Und dann vielleicht sogar noch mit der Queen hier reinzugehen und ihn richtig wegzunaschen. Weil nämlich damit rechnet er dann nicht. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich ein paar Goblins hier. Zack, zack, zack. Ich hoffe, ich könnte das regeln. Das wäre richtig nice. Ich spamme hier mal direkt drauf. Ich hoffe, die macht der Magier nicht, der Magierturm nicht platt. Weil ich würde ihm jetzt nochmal richtig schön Gold klauen. Genau so sieht's aus, Leute. Das wollte der Gusor sehen und das hat er zu sehen bekommen. So ist es geil. Ach, das läuft bei mir. So, und jetzt kannst du sagen, du hast richtig Erfolg mit der Base gehabt, Junge. Läuft bei dir. Das mag bei 10 Leuten gut klappen, dass da irgendwelche Barbaren gedroppt werden und die wirklich gar nichts reißen. Aber hab den 11. und der kassiert dich richtig. So. Zack, 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 zack. 42k immerhin schon wieder.
vom Dunklen. Das ist ziemlich geil. Boah, wirklich läuft. Also echt richtig geil. Ich bin erfreut. Das ist cool. Nee, und da lohnt sich der Boost dann auch. Da lohnt sich der Boost. Wie gesagt, wenn ihr auch boosten wollt, ich mache da einfach knallhart schön Werbung für. Meldet euch bei AppBounty an. Der Link ist in der Videobeschreibung. Kriegt ihr sogar noch 50 Credits bei Anmeldung dazu. Ihr ladet euch hier und da eine App runter. Dann habt ihr irgendwann, ich sag mal, realistisch ist wirklich so, wenn man es hochrechnet, um und bei, sage ich jetzt mal, einen Monat. Habt ihr ungefähr in einem Monat eine 10 Euro iTunes-Karte. Ungefähr, sage ich mal. Weil man braucht jetzt nicht irgendwie sagen, oh ja, du kannst ja die ganze Zeit alles laden. Ich würde zum Beispiel nicht unbedingt ein Spiel laden oder eine App laden, die mir irgendwie 2 Credits bringt. Na, herzlichen Dank. Da sitze ich ja ewig da, bis ich da dann irgendwie was gemacht habe. Das mache ich auch nicht. Also ich mache die so um und bei 100 Credits bringen, dann kann man damit was reißen und dann passt das auch. So, jetzt gucken wir mal. Genau, Verteidigungslog ist ziemlich interessant. Ihr seht es gerade selber, ich wurde jetzt schon lange nicht mehr geblitzt. Guck mal, es ist nichts, es ist gar nichts hier. Das war's. Richtig geil. Oh, hier, der hier hat richtig was genommen. Der hier hat richtig gewusst, das war garantiert kurz vorm Upgrade vom King. Und jetzt hier so zurück. Ja, ja, da, klar, zack. Ah, da habe ich sogar geloost. Ah, das tut weh. Ja, doch, das stimmt. Da habe ich mich richtig verschätzt. Hier, nice. Okay, nicht doll. Muss man wirklich sagen. Ich meine, man hat immerhin die 10 Pokis genommen. Aber ansonsten ist es nicht der Knaller hier. Hier auch nicht das Ding. Hier immerhin ein K Dunkles, das passt. Also das läuft auf jeden Fall. Das ist ganz nice. Das wollen wir sehen. Ich noch jemand, oder einige, die sich noch gemeldet haben wegen dem Check. Mal gucken, was wir hier an den Start bringen können. Weil wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, kriegen wir das hin. So, Farmer Forever. Optimus Prime und Sentinel Prime. Okay, hier geht der übel ab. Clement, das ist doch nice. Zack, das ist doch eine coole Clan-Beschreibung. Zack, ihr seid Clan Level 5. Läuft auf jeden Fall. Das ist doch was, wo man sagen kann, hey, da muss man sich nicht verstecken. Ganz klare Nummer. So, jetzt gucken wir mal, was der Luca hier am Start hat. Oh, mir stechen natürlich logischerweise gleich die X-Bows Level 3 ins Auge. Das ist ganz klar. Base Layout, dazu braucht man nichts sagen. Einwandfrei. Richtig schön gemacht hier. Die Frage ist halt, wo du deine Bomben hast, weil ich würde fast sagen, fast, also nur fast. Die Minenwerfer, obwohl, das ganz ehrlich, das ist auch Cake. Also ich meine, ich brauche nicht sagen, mach die Minenwerfer weiter rein, weil, ganz ehrlich, die werden da beschützt, die werden da beschützt. Und von daher ist das auch vollkommen lax. Außerdem hast du die X-Bows unten. Das heißt, der kriegt überall auf die Fresse. Also somit vollkommen richtig gestellt, alles cool. Hier sehr gut gestellt, gefällt mir gut. Hier Magierturm hinter dem, der Einzelschaden gibt. In dem Fall ja natürlich der Bogiturm. Und das gefällt mir richtig gut. Also wie gesagt, du bist richtig gut dabei. Level 91 kann ich wirklich gar nicht meckern. Du warst... Nee, also kann man... Man kann jetzt, guck mal, also man sieht jetzt zum Beispiel an den Kanonen, da würde man sagen, gut, okay, die sind halt eben noch nicht 11. So, aber ansonsten könnte man nicht mal sagen, du warst gerade erst noch Town Hall 8. Weil, guck mal, die Minenwerfer sind maxed, die X-Bows sind maxed, das ist richtig fett. Der Barbarenkönig nur noch nicht, aber gucken wir mal, wie hat die Queen aus? Die Queen ist schon auf 10. Alter Junge, was hast du denn gefarmt? Ja, läuft bei dir auf jeden Fall. Ja, sehr geil, sehr geiler Scheiß. Und du spielst noch nicht so extremst lange, weil ich habe schon ein bisschen mehr. Also ich würde mal tippen, 1,5 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Läuft auf jeden Fall. Super geil. Super geil, noch im Hinterkopf behalten. Ich bin da immer so ein bisschen ressourcengeil auf jeden Fall. Hau bitte deine Minen und Sammler noch hoch. Das würde ich an deiner Stelle machen. Und hier, die splashen mega. Hau die auf Max. Du kannst sie mittlerweile maxen. Aber ansonsten für Level 91 Zucker. Einfach Zucker. Was ich aber noch sehe, was mich eher ein bisschen abturnt, ist dieses hier.
Das ist nämlich eine Zauberfabrik. Sie ist auch auf Level 4. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Gar kein Thema. Aber was hat die hinter den Mauern verloren? Gar nichts. Weil da ist kein Ball, den sie verloren hat. Da ist auch keiner, der mit ihr spielt. Nein, schieb sie bitte raus. Denn drinnen will sie keiner haben. Da steht keiner auf sie. Glaub's mir. Genauso Bauhütte. Raus, pack dafür, was weiß ich, whatever rein. Klar, jetzt sagst du natürlich, ja, jetzt passt aber meine Mine nicht da rein, weil die halt ein bisschen dicker ist. Ja, dann muss die abnehmen. Ich meine, geht ja nun mal nicht anders. Oder man sagt halt eben, gut, okay, komm, haut man hier zum Beispiel, hier, die Mauer ist sinnlos. Sind wir mal ehrlich, die ist sinnlos. Dann kann man doch einfach um ein Mauerteil erweitern. Diese Mauer dann einmal zack rüberschieben und fertig. Und schon kann man da eine Mine hinballern und fertig. So schaut's aus. Das ist mein Tipp an dich. Ansonsten, wie gesagt, Base-Layout technisch kann ich gar nicht meckern. Das ist alles in Ordnung. CB schön drinne, Luftfeger drinne. Wie gesagt, Xbox 3, du bist dabei. Auf jeden Fall. Also läuft richtig geil. Finde ich richtig super. Dunkle Kaserne eventuell noch hoch, plus da habe ich bei mir auch ewig gesessen und gemacht, weil, beziehungsweise nichts gemacht, weil ich die nie brauchte. Von daher sehe ich das auch nicht anders. So, oh, 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 jetzt können wir gleich wieder starten. Ja, komm, hauen wir noch einen Angriff rein hier. Läuft bei ihm, Alter, Rathaus 10. Hauptsache erstmal Rathaus 10. Oh, der hat... Ganz ehrlich jetzt, für Rathaus 7 hat der relativ viel Dunkles zu bieten. Aber das lohnt sich nicht. Also nicht für mich jetzt. Die 400, da nehme ich lieber einen mit einem 1000er. Oder den. Oder den. Schade, dass die Queen nicht dabei ist. Die hätte mir jetzt auch noch gut unterstützende Sachen zukommen lassen können, wie auch immer. Aber das sollte, denke ich mal, passen hier. Ach, wisst ihr was? Lauf doch einfach da rein. Die Mauerbrecher machen da ein bisschen was klar. Und dann hauen wir hier nochmal ein paar Riesen drin. Wie gesagt, also die Kombi Riesen-Mauerbrecher. Klar, Riesen- und Mauerbrecher ist natürlich eh immer eine gute Kombi. Aber auch so. Barge oder Abargo nennt sich's ja. Wurde mir auch von einem Abonnenten gesagt. Sehr gut, vielen Dank dafür nochmal. Also Abargo macht sich da richtig gut, dass man sagt, komm, hier, ich hau noch ein paar Riesen rein und dann sehen wir, was da so geht. Guckt mal hier, hauen wir hier nochmal 1, 2, 5 Riesen. Bitte nicht, bitte. Bazinga, geil. Reingekommen ist er, reingekommen ist er. So 30%. Jetzt haben wir aber natürlich nichts mehr, was jetzt so großartig viel kaputt macht. Klar, die Riesen gehen natürlich gut los, aber ich hoffe... Aber ich glaube nicht, dass die Rechnung geht nicht auf. Die Rechnung geht leider nicht auf. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwo mir noch Prozente snacke. Und dann ist es halt eben auch mit den Lagern so. Also dann muss man halt gucken, kriege ich das noch hin? Nee, da ist alles schon down. Tut mir leid, ich habe es leider verkackt, aber ich habe wenigstens komplett gestrikt, dass da alles durch ist. Und dann war es das. Dann hat man den halt eben geloost. Gut, okay. Wie gesagt, mir geht's ja... Hauptsächlich, also mir geht es ja nicht darum, ich gehe hoch, weil ich halt eben in Champ will oder sowas, sondern einfach, ich will halt mehr DLX bekommen. Und klar, im oberen Bereich hat man dann öfter mal welche 2K, 2,5K, 3K und die kriegst du unten eher nicht so dolle. Obwohl es wirklich unten wirklich mit dem Farm richtig mega nice war gerade. Also wirklich, das war schon ziemlich prall. Dass du da immer mal wieder welche gehabt hast, hier zack, 300k von beidem. Und dann rennt das natürlich auch auf jeden Fall. So, oh, wir sind schon wieder mit 20 Minuten, ich kann nicht mehr. Ich wünsche euch was. Ja, wurde doch noch eine längere Folge. Reingehauen, ciao, ciao.